Minecraft! Under the Sea! Hallo und herzlich willkommen hier mitten im Regen auf unserem Minecraft-Server, hier im beschaulichen Minecraft-Universum auf Kellerkind.org. Also bei mir regnet es gar nicht. Irgendwie hier, wo wir sind, ist alles ganz trocken. Außer in der Mitte, wo so ein Loch ist. Hast du noch Leitern, Jeff? Eine. Pack die mal hier dran. Ich hol mal noch welche von oben. Ja, wir sind fleißig den mittleren Punkt am Einbauen und bis jetzt läuft das alles erstaunlich gut. Damit habe ich es jetzt gerade fett gejinxt. Hallo, MK. Bis hier oben einen Block drüber baut, ne? Hallo, MK. Ja, bis da einer irgendwas drauf baut. Das ist wie Whack-a-Mole. So ein bisschen, nur dass die Maulwürfe zurückschießen. Speedy! Ich werde geschossen. Ah ja? I didn't shoot the sheriff. Merkst du nicht, dass ich die Pfeile um das Loch rum mache? Ich merke gar nichts. Ich wollte Leitern holen. Aua. Jetzt bist du hochgeklettert. Ist das nicht schön? Kunst. Aber hallo. Sieht aus wie in so einem Western, ne? So ein bisschen. Ja, der Botschafter, der in die Stadt kommt, um vor den Indianern zu warnen. Indianer! Du hast Infinity, oder? Ich kann die nicht einsammeln, die Dinger. Ja, natürlich. Ich habe Infinity gesagt. Nur noch so oder so lang bis hin bis zum nächsten Film, wann auch immer der kommt. Dieses Jahr, irgendwann. April. Mai, oder? Keine Ahnung. April, Ende April. April. Ach, alles endet im April, ne? Endet? Was denn noch? Ja, Game of Thrones. Das endet? Da gibt's jetzt echt ein offizielles Ende. Ja, ist die letzte Staffel, fängt im April an. Es sind 6 Folgen, also na gut, Mitte Mai. Oder Ende Mai ist dann Schluss. Vorbei. Aus. George R.R. Martin darf mein Rektum mit seiner Zunge säubern. Wenn ich es mal so formulieren darf. Man kann auch sagen, er darf mich am Arsch lecken. Na, George R.R. Martin hat damit nicht viel zu tun. Nö, ist doch nicht so, dass er da nicht irgendwie eine Bücherreihe oder sowas geschrieben hat. Naja, gut, aber da sind sie doch schon. Da sind sie doch schon weit drüber hinaus. Ich meine, das, eben. Was in der Serie passiert, davon werden wir wahrscheinlich nichts in den Büchern zu lesen kriegen. Mhm. Ja. Oder er richtet sich dann hinterher 1:1 nach der Serie und schreibt einfach ab. Ja, toll. Klingt verführerisch. Nee. Ich fände das ja immer viel cooler, wenn der Patrick Rothfuss endlich mal weiterschreiben würde. Was schreibt der? Ja, die Königsmörder-Chronik. Ach, der hat... Der hat Frozen Throne geschrieben? Nein. Warcraft? Nein. Solltest du mal lesen, sind... Also, ich finde die echt gut. Geht es um Könige? Furcht des Weisen, Name des Windes und so weiter. Okay, wir sind im Endspurt, dann können wir zumindest die Farm mal regulär zünden und auch in den Non-Spawn-Modus. Darf ich jetzt einen Stein hier oben hinbauen? Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich sagte, wir sind nah dran. Ey, der macht mich wahnsinnig, der erzählt mir, wir könnten jetzt zünden und dann, nein, ich bin noch nicht fertig. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Chief, kannst du mir vielleicht unten noch ein paar... Oh ne, unten ist jetzt recht schlecht, weil jetzt kommst du nicht mehr hoch. Komm hoch. Auch wenn du runterspringst, ich bezweifle es. Kannst mal ausprobieren. Hui.
Weil da müssten noch ein paar Pfeile und Fäden drin sein. Ich brauche noch ein paar Bögen. Hier sind sogar Bögen drin. Ja, an der Die Zeit. Auch mitnehmen. Jede Menge Steinspitzhacken, da bediene ich mich mal. I am coming! I am climbing the tower. The tower of the gods. Ich steige immer höher und höher. Ich hab dir mal den Weg frei gemacht, also durch die Mitte kommst du wieder rein. Ab durch die Mitte. Oh, ich klettere auf einen komischen mechanisches Ding zu. Ja, es guckt mich an. So. Der Mann will Bögen. Wo ist er denn, der Mann? Eine Ebene über dem. Ich finde ja den Biomnamen cool, wo wir gerade sind. Nicht alles hier hinwerfen. Ich brauche das oben am Crafting-Tisch. Achso, sag doch was. Wie heißt denn das Biom, wo wir gerade Biom... Deep Cold Ocean. Ah, du bist in mir. Ich weiß. Trippy. Das kann ich jetzt auch falsch verstehen, wo ich nicht war. Ich bin. Erst Jordan Martin und dann Speedy hier, ne? Hauptsache ist, dass man sich auch mal abwechselt. Also ich darf dann jetzt hier gleich einen Stein draufsetzen. Ja, darfst du gleich. Ja! Und dann? Was passiert dann? Explodiert dann hier alles? Ja. Chief, jetzt darfst du mir die Bögen geben. Jetzt habe ich die hochge... Yes! Ja. Der. Und der. Und der. Brauchst du noch Wassereimer? Ich kann Wassereimer tragen. Genug. Tragen wäre klasse. Tragen wäre klasse. Chief. MK. Ich habe eine wundervolle Idee für einen Retro-Sonntag. Ich weiß zwar nicht, ob der dieses Jahr irgendwann noch kommt. Ups. Aber ich baue ja gerade einen Retro-Rechner zusammen, auf dem man alte Spiele spielen kann. Und ich hätte da wirklich groß Lust, Star Trek Borg zu spielen. Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Das ist ein FMV. Dann kenne ich es doch, wo man mit Q durch die Gegend läuft und Q trägt ein Hawaii-Hemd. Auch, ja. Ja, ich mein, ja. Alles mit John Delancey ist großartig. Okay, meine Damen und Herren, der Mann hat gerade zugegeben, dass My Little Pony großartig ist. Das Q-Pony. Nicht direkt, aber ein Chaos-Gott mit Namen Discord wird von John Delancey gesprochen. Discord? Das ist ja cool. Löst das Ding eigentlich auch bei Wasser aus, Brady? Ja. Okay. Können wir gerne machen. Das klingt verführerisch. Kennst du diese alten Brettspiele, bei denen man Videokassetten dabei hatte? Ja, ich habe das Star Trek Video, das Brettspiel. Da mit ist dem Klingonen. Kasse. Genau, das ist großartig. Oh, das ist, ich hab das nie gespielt, aber ich habe mir diese Klingonen-Kassette ein paar Mal angesehen. Wie der einfach nur da steht und in den Raum starrt. Kapla! Der Spieler, der gerade dran ist, muss zwei Felder zurück. Hola! Das ist so großartig, weil es so im Star Trek-Kontext alles überhaupt gar keinen Sinn macht, was der da erzählt. Doch, es macht doch außerhalb keinen Sinn. War da unten noch Fäden drin? Zwei, die habe ich oben in die Küche mit seinen Fäden. Ich brauche viele Bögen, ich brauche nämlich noch mehr. Hier ist keine Fäden mehr. Warte mal, könnte man Wolle nicht wieder zurückkraften in Dingsbums? Ich glaube nicht. In Schaf oder was? Hat da jemand irgendwie Wasser verteilt? Ich nein. Nein. Es regnet. Weil hier wurde gerade Wasser ausgelöst. Das ist nicht, es was regnet meinst. Hier oben. Ich laufe hier nur über das Feld drüber. Löst das auch aus? Nein. Ist doch kein Block. MK.
Oh, ist das schön, dass ich meine Shader wieder hab. Ist das klasse. Ja, ich muss sie noch installieren. Ich habe noch die alte hässliche Vanilla-Grafik. Endlich kann ich wieder auf C drücken und hab mein Fernrohr. Was? Ich hab sowas nicht. Ei, ei. Ja, das hast du, sobald du Optifine wieder drauf hast. Ah. Ach, ist das klasse. Ach, könnte ich hol mal gerade kurz ganz, noch Fäden, ganz extrem ins Gesicht gucken. Auch Bögen. Und ich denke, am Ende dieser Folge kannst du dann den Knaller zünden. Alternativ kannst du jemand anders und du kannst dir angucken, was wir hier gebaut haben. Oh, drei auf einmal. Vier, fünf. Heiligsblechle. Und tschüss. Euchkalle, muss schon mal Seidebacher probieren. Seidebacher, das Müsli? Das neue Bergsteiger-Müsli vom Seidebacher. Ich ist das Bergsteiger-Müsli vom Seidebacher. Seidebacher. Ja, jetzt ist mal ein bisschen gut. Also, ich habe die Werbung noch nicht mal fertig zitiert. Er sagt das im Ganze viermal hintereinander. Das ist mir egal, das ist Werbung. Seidebacher! Geh doch zu Netto! Das sind Millionen! Oder ein Dutzend? So, ich könnte jetzt gerne mal schlafen. Ey! Nee, kannst du nicht. Was soll denn das? Zieh dir das Bett und dann. Aua! Ah! Wurde entthront. So, jetzt nochmal. Ich würde gerne schlafen. Dann mach doch. Ich leg mich ins Bett, Sekunde. Ich würde ja in ein Netherportal gehen, aber aus irgendeinem Grund bin ich sehr weit weg vom aktuellen Netherportal. Also ich bin im Bett. Hm. Ich auch. Hm. Kann man nicht? Das ist doch doof. Was? Wolle wieder zurück in Fäden verwandeln. Ja, weil Wolle ein Schaf ist. Oder Fäden. Wie viele Bögen brauchen wir denn noch? Ich gehe mal davon aus, mindestens 16 bis 20 Stück. Hey. Dann gehe ich mal zu mir nach Hause und guck mal, weil ich habe noch einzelne Bögen. Nicht viele, aber... Sie dürfen meines Wissens nach auch kaputt sein. Okay. Das ist jetzt natürlich super geplant von Lord Speedy. Wann sind unsere Folgen nicht super geplant, Speedy? Mach keinen Kopf. Ich lauf mal los und... Ich geh mal an meine Insel, weil ich glaube, da habe ich in der Kiste noch einiges an Fäden. Ich war bei mir noch nicht, weil ich weit weg wohne. Speedy, kannst du mal kurz ins Bett? Bin in 3, 2, 1, flupp. Ich bin im Nether. Nether. Danke. Nether. Wunderbar. Oh, endlich ist der Regen vorbei. Oh, dieses Gerausche. Notfalls gehe ich gleich noch mit Villager handeln, dann haben wir alles in der Folge durch. Ist da einer dabei, der hat Fäden verkauft? Oh, das wäre jetzt richtig Panne. Es gibt da einen, der Fäden verkauft, das weiß ich. Was ist mit den Kisten bei der Fischfabrik? Da könnten doch... Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Oh, falsches Portal. Bei der Fischfabrik könnten noch Fäden sein. Da hast du auch bestimmt... Die habe ich geplündert. Verdammt. Ach was. Warte. Das haben wir gleich. Hier sind 48 Fäden drin und noch ein Bogen. Sehr schön. Hier ist nichts drin. Auch nichts drin. Scheiße. Da ist ein Diamantschwert drin, was aber nicht meins ist. Meins ist weg. Ich habe hier tatsächlich keinen einzigen Bogen, das gibt's ja nicht. Sonst hebe ich die immer auf. Ich weiß, ich verwende die als Brennmaterial, das ist das Problem. Ja, also ich habe jetzt noch 53 Fäden, durch 3 sind 10. Etwa 20, plus minus. 30 wären, nicht ganz 20, glaube ich. Das
Und wir könnten es drauf anlegen, ob das reicht. Ansonsten gehen wir nochmal zum Villager. Aber das will ich jetzt mal fertig kriegen. Das Villager, ich hab... ich bin mal hier in den Schächten unter meinem Haus, vielleicht finde ich eine Spinne. Hau rein. Alternativ unter den Vulkan, weil da ist ja Minenschacht. Spinni. Heieiei, wir sind aber auf dem besten Weg. Also die Farm an sich ist gebaut, jetzt geht's nur um den Mechanismus, der das Wasser auslässt, damit man die Farm auch sperren kann. Wie blödsinnig das eigentlich ist, dass man Bögen dafür braucht, wenn man sowas verschießen will wie Wasser. Ja, das Problem ist, entweder kann ich Dropper nehmen, die tun aber nur einfach den Eimer auswerfen, oder ich nehme Dispenser, die tun dann halt den Eimer auskippen. Ich höre eine Spinne. Hallo, MK. Oh. Und Skelette droppen doch auch manchmal Bögen. Ah, es hat tatsächlich einen verzauberten. Kann man die da auch benutzen? Ich bin heilfroh, dass im Moment meiner nicht dafür benutzt wird. Okay. Also das war nein. Richtig? Wenn du zwei im Inventar zusammentust, kannst du die Verzauberung runternehmen. Übrigens, ab 1.14 gibt es ein Interface, mit dem du interagieren kannst. Das ist so ein Disenchanter. Damit kannst du Verzauberungen von Items runternehmen, ohne dass du zwei Items zusammenlegen musst. Oh, apropos, das ist ja voll die Schleichwerbung für Matt Groening. Wollte ich gerade fragen, wann geht denn das eigentlich weiter? Keine Ahnung. Ich würde gerne mal das Ende von der ersten Staffel sehen. Ist sie nicht rum? Nee, die immer mit ihren scheiß komischen Mid-Season-Pausen. Ich glaube, am Ende sterben alle. Ja. Wie in Futurama. Also ich bin bei Disenchanted noch echt zwiegespalten, muss ich sagen. Ich finde die Serie nicht so gut. Erzähl was. Also, stört dich was Bestimmtes dran oder ist es einfach nur... Naja, es ist nicht lustig. Das ist schlecht. Das wäre so das eine, was sie schaffen müsste. Als ja. Serie. Das Problem ist halt, ich erwarte halt ein bisschen was vom Schöpfer der Simpsons und von Futurama. Und Futurama. Ja, er bleibt halt wirklich ziemlich hinter meine Erwartungen zurück. Hä, Moment, Speedy? Speedy? Ja. Ich habe gerade Spinnweben abgebaut mit einer Schere und es ist Spinnweben gedroppt. Hast du da Behutsamkeit drauf? Nein, das ist eine ganz normale Schere. Das müssen die verändert haben irgendwann kürzlich. Ich wollte jetzt einfach hier... Was ist hier, sonst passiert? Sonst ist nichts passiert. Achso, ja, sonst hätte man dafür Fäden gekriegt. Ah, okay. So witzig. So, also ich kann dir anbieten, einen verzauberten Bogen und zwei Fäden. Ich glaube, wenn du das mit einer Schere machst, kriegst du das eigentlich neuerdings immer. Du musst mit dem Schwert abbauen, dann kriegst du Fäden. Ja, habe ich ja nichts gegen. Ich wundere mich nur, weil ich kenne es halt auch noch so, dass man für das Ding dass man wirklich nur die Spinnenweben bekommt, wenn man mit einer verzauberten Schere abbaut. Weil ich nehme diese Spinnenweben gerne. Ich mag die als Dekorationselement. So. Wie viele Leben haben wir dann noch? 1, 2, 3, 4. Ja, ich brauche noch ein paar Bögen. Oh Mann. Wir können sie aber gleich schon mal so feuern. Dann hat sie halt nicht die volle Kapazität. Jetzt machen ohne volle Kapazität. Komischen Bögen. Es kann ja nicht so kompliziert sein. Hilf mit, organisier Fäden. Fäden. So. Oh, sind hier viele Monster. 1, 2, 3. Oh, sind hier noch mehr Monster. Warte. 3. Wie viel brauchst du? Ich brauch noch 4 Bögen.
4 Bögen, die ich umcrafte, damit ich dann hieraus das Ding, also dass das Ding voll feuern kann. Das heißt 12 Fäden. 10 Fäden, weil ich noch 2 da habe. Die reichen aber auch normale Bögen. Mir reichen auch normale Bögen, die sogar beschädigt sein dürfen. Okay, kriegst du. Bring ich dir mit. Ja, mach mal. Ich bin hier gerade mit einer Conga-Line an Monstern beschäftigt. Ich bin mir gerade gar nicht vorwärts. Immer wenn man Spinnen sucht, kommen keine. So typisch. So. Die Farm ist übrigens dann gleich tödlich. Wartet, ich bin nicht da. Ich will zu gucken. Während MK mir die letzten Bögen holt, mache ich mal einen kurzen Spectator-Rundflug für die Zuschauer. So, meine lieben Freunde, so sieht das Monster aus. Minus die Netherrack-Säule, die machen wir gleich noch weg. Und die Monster werden dann von dem Wasserstrom an den Seiten runtergespült und landen dann auf einer noch zu bauenden Plattform, die hier beginnt und sich nach unten erstreckt, wo die Viecher dann mit Fallschaden beschädigt werden und mit Magma. 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 Ja. Und genau hier an der Stelle fehlen noch 3 und hier unten fehlt noch einer. Das sind die letzten 4 Stück, die wir bauen müssen. Danach ist das Ding scharf. Mäh. Plop. Spectator zum Zeigen macht Spaß. Also ja, ich kann einen ganzen verzauberten Bogen in 2 Schnüre mitbringen. Schnüre mitbringen, verzauberten Bogen. Müssten wir erst die Verzauberung wieder runterholen. Ja, albern irgendwie. Ich mache jetzt gerade mal mein Inventar voll mit Wassereimern und lade überall schon mal Wassereimer rein. Und bring meinen Bogen in Sicherheit. So, wap, wap. I'm coming, Rose Portal. So, ich habe 4 Faden schon mal hier. Habe ich hier gar nichts mehr. Ist ja krass. Krass. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also, ich habe alles in der Kiste abgelegt. Also, ich kann aus Wolle keinen Faden machen. Nein, das habe ich selber ausprobiert. Sagt uns etwas über die Vergänglichkeit der Welt. Du kannst aus Fäden Wolle machen, doch du kannst aus Wolle keine Fäden spinnen. Hm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 4, 20. Ist langweilig. Ja, wir jagen gleich was in die Luft und dann geht das. Yay. Jetzt verspricht ihr sind wieder Sachen. Ja, wir sind vor allen Dingen sowieso schon eigentlich im Folgenende. Wir haben noch eine Minute. Bist du hier oben auf der Decke? Ich sehe dich nicht. Ja. Wer auch immer hier oben auf dem Deckel ist.
Vielleicht sagt ja, wer hier oben immer hier oben auf dem Deckel ist, mal, ob er hier oben auf dem Deckel ist. Ich stehe direkt oben drauf, ja. Warum sehe ich dich nicht? Ich geh nochmal durchs Portal. Ich dachte gerade eben echt, ich wäre allein da oben. Und dann plötzlich ein Loch im Wasser. Jetzt stehe ich direkt auf dem Gesicht. Nee, ich sehe dich immer noch nicht, aber ich habe einen Zombie mitgebracht. Sehr merkwürdig. Ich höre, wie du die Leiter runtergehst. Ah! Madness! Also ich habe jetzt einen Bogen mehr, ich brauche nur noch drei. Wie gesagt, ich habe jetzt schon mal vier Faden. Ich habe hier in der Kiste sind zwei magische Bögen. Ich crafte die gerade mal zusammen. Der eine heißt irgendwas mit Phönix. Hey, aufhören. Na gut. Hey, Zombie-Schweinebärmann, komm mal da raus. Du wirst unser neues Maskottchen. Das wird die Monster-Farm. Eieieiei. Also bis auf vier Stück wäre das Wasser scharf. Apropos, das muss ich oben craften. Also du hast einen verzauberten Bogen. Ja. Dann gib den mal in die Kiste. Ich probier's mal mit dem. Riechst in der Kiste. Weil die Autovervollständigung hat jetzt verzauberte Bögen nicht akzeptiert, aber das heißt nichts. Er nimmt auch verzauberte Bögen. Yay! Immerhin. Das heißt, ich brauche noch zwei. MK? Wie viel Fäden brauchst du? Sechs. Fünf. Gut, vier habe ich dabei. Wenn Jeeves da noch einen hat, dann passt's doch. Nee, ich habe keinen. Aber ich laufe nochmal zurück und versuche irgendwo irgendeine Spinne zu erledigen. Ah, das ist aber ein echtes... Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir haben's gleich, liebe Zuschauer. Wir haben's gleich. Eine Kiste gibt's vielleicht, die wir noch nicht abgecheckt haben. Mal gucken. Haben wir Fäden zum Handeln benutzt? Sind vielleicht beim Dorf welche? Potenziell möglich. Ah, hier ist. Ich habe keine Fäden gefunden, aber einen Bogen. Den nehme ich, plus die vier vom MK, dann haben wir alles, was wir brauchen. Sehr gut, dann komme ich zurück. Er ist fast komplett kaputt, der Bogen, aber das spielt ja keine Rolle. Korrekt, das ist total lecker. Ich mag das dunkle Portal. Ich mag den dunklen Turm. Moment, welcher Gang ist denn das jetzt? Der zum Vulkan rein. Ich habe ein Schild dran gemacht. Steh direkt neben dir. Ich sehe dich nicht. Ich gehe mal in den Netherhund zurück. Ich gehe mal in den Netherhund zurück. Ja, das kann ja nicht an dir liegen. Muss ja eigentlich schon an mir liegen. Aber ich bin mal gespannt, ob ich MK sehe. Siehst du mich jetzt? Stehe direkt vom Netherportal. Ja, jetzt sehe ich dich. Ist ja seltsam. Ja, die Entity-Updates. Ja, aber normalerweise liegt das doch an dem, der nicht sieht, das nicht sieht, wer nicht... Moment. So, wenn ich jetzt noch zwei Fäden kriege, bin ich fertig und dann können wir los. Wir haben schon zwei Zombies. MK, gibst du mir bitte die fünf Fäden? Du hast die Fäden schon. Ah,
Hab ich. Yay, kostenlose Erfahrungspunkte. Gut, ja. Das kann hochgradig interessant werden. Wollen wir das Wasser hier blaue weg? Bett? Mehr. Ich mach mal das Wasser weg. Das Wasser kann da oben bleiben, das ist Lauffläche. So, darf ich jetzt einen Stein setzen? Warte. Wenn ich jetzt nach unten gehe, komme ich dann nie wieder hoch? Für einen Moment nicht, du müsstest mit dem Boot fahren. Oh, ich höre Zombies. Ja, bei mir. Töte. Ich gehe mal nach unten. Ich will mal von unten sehen, wie das Ding aussieht, wenn es in Betrieb genommen wird. Ach, dieser Zombie ist intelligent. Der fällt nicht in das Loch. Damit ist er intelligenter als wir. Dummes Ding. Hier ist überhaupt kein Boot. Doch, da hinten. Du hast ja weit abgetrieben. Nee, das ist ein Lachs. Hier ist überhaupt kein Boot. Ich hab mich reingelegt. Ihr wollt das hier unten jämmerlich verrecke. Geh in Spectator. Ich weiß nicht wie. Ich komm wieder hoch. Zur Not bombe ich mir meinen Weg da hoch. Ich meinte, vielleicht ist das Holz in der Kiste. Ich höre eine Spinne. Ist Holz in der Kiste. Na gut, ihr habt gerade nochmal Glück gehabt. So, der letzte Dispenser ist gesetzt. Ich muss jetzt noch die letzten Wassereimer wieder einfügen und dann geht's los. Und dann kann ich hier oben einfach den Stein draufsetzen. Ja, kannst du. Kannst du auch was anderes draufsetzen als einen Stein. Ah! Zombie mit Dreizack. Na, heute machen wir aber ganz schön Überlänge hier. Fühlt euch geehrt. Ich arbeite wie, so schnell wie ich kann. Arbeite schneller. Wir haben zwar noch diesen Netherrack in der Mitte, die Leiter, mit der ich gleich noch hochkomme, aber das stört nicht beim Zünden. Das Ding wird so oder so auslaken. Ah, geil. Einer der Dreizack-Zombies kämpft gegen anderen Zombie. So, ich bin raus. MK, zünd den Knaller. Noch nicht. Warte. Ist schon er hat zu spät. Den Knaller gezündet. Ach Mann, ich kämpfe doch gerade gegen Zombies. Ich kann doch gerade gar nichts angucken. Ah, wir fallen Monster runter. Du tust tief gerade, voll Pisacken. Mach's mal aus. Nein, lass an, das ist cool. Nein, mach's noch mal aus, lass die Monster wieder spawnen und schiebe ihm wieder Monster hoch. Warte. Moment, die leben ja alle noch. Ja, yeah, die werden nicht getötet im Moment. Irgendwie ist mir unwohl bei der Sache. Ja, du musst ihm auch Zeit geben. Ja, ich habe einen Dreizack gefunden. Ah! Vor allen Dingen, weil hier noch in der Mitte Fackeln sind durch die Netherrack. Das Witzige ist, die Monster greifen mich nicht an, aber gut, es ist ja auch Tag. Also die Spinnen zumindest greifen mich nicht an. Mach mal bitte MK. Hey, ich finde jede Menge Fäden. Sowas. Boah, und tonnenweise Fackeln. Und tonnenweise Creeper. Ah. So. Jetzt sind alle Fackeln aus der Farm raus. Alle läuft das Fackeln jetzt immer so weiter? Das Wasser läuft so lange, bis der Mechanismus wieder betätigt wird und dann das Wasser wieder einfährt. Ach so, also nicht so automatisch wie bei mir auf der IWS-Map. Doch, das ist ja der Mechanismus, den ich noch bauen will.
Das hier ist jetzt im Prinzip die Rohfarm, ohne automatischen Mechanismus. Bitte entferne mal den Steinblock. Stell dich mal hier hin und dann siehst du, wie die Farm ausfährt. In 3, 2, 1. Ich sehe gar nichts. Ich kenne das. Spinnenregen! Spinnenregen! Ja, und damit, liebe Zuschauer, beenden wir die Folge für heute. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Warum habt ihr mir das angetan? Ciao! Bitte. Hier unten sind auf einmal 17 Creeper.